Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real Projekt zusammen mit Manuel. Hallöchen. So, die letzten Meter. Weißt du, wir müssen jetzt fertig werden in circa einer Stunde 10 halt. Das geht sich leicht aus auf jeden Fall, aber wir müssen uns schon anstrengen ein bisschen. Halt nicht mehr so nicht so schludern, obwohl du bist eh der Schnellere. Und dann haben wir noch eine weitere halt breitere Arbeitsbreite für das Feld jetzt nachher auch. Ja, 9 Meter. Da geht schon was. Aber ich schätze, dass du vor mir fertig sein wirst mit dem Feld drüben. Ich vermute auch. Und dann kannst du gleich umkuppeln. Weil die Ecken habe ich jetzt schon schön ausgefahren. Weil ich weiß nicht, du hast jetzt gespritzt die einen Felder halt Herbizide und gedüngt diese Felder, oder? Genau. Passt. Und Markus hat nur gekruppert. Ich habe nur gekruppert. Wird mir eh schon wieder vorgeworfen. Du magst ja nichts anderes mehr. Du grupperst ja nur die ganze Zeit. Das Schlimme ist, ich habe auch im LS15 nur gegrubbert. Das Glückliche, was die Leute dafür sein können, dass ich einfach die letzten 3 Stunden der Aufnahme, wo ich auch nur gegrubbert habe, dass die weg sind, weil ich mich beim GPS-Mod einstellen vertan habe. Und der hat den Taste 0, Taste Plus Minus für die Breite. Und da das der Plus Minus habe ich meine Aufnahme abbrechen. Halt auf Minus habe ich meine Aufnahme abbrechen gehabt. Ja gut. Das bedeutet, es wird ein ziemlich langer Ausfall sein von 3 Stunden, wo wir extrem geil viel Spaß gehabt haben und extrem geile Themen gehabt haben auch. Ja, ist eigentlich schade, aber kann man nichts machen. Und das wird halt der Ausfall sein und dann wird halt nachher wahrscheinlich gleich begonnen, ziemlich mitten. Ich glaube, Düngen fehlt jetzt noch und dann kann man schon mit der Ernte beginnen. Ja, wie hast du das denn damals hier gemacht? Was? Du musstest ja auch den GPS nachstellen. Beim Kubbern. Ja, aber ich habe beim Stream eine andere Aufnahmetaste als beim so aufnehmen von Let's Play Bots. Weil beim Stream habe ich eine Stopptaste und eine halt Starttaste, weil das habe ich mir auf extra Tasten gelegt, weil ich will halt. Ich habe das Vertrauen in das Programm nicht, dass man das nachher aufnimmt, so richtig. Und jetzt habe ich es aber eh schon anders. Halt, ich habe den Hotkey jetzt komplett entfernt, weil mir das am Arsch gegangen ist. Und ich tue jetzt den ganzen Part sozusagen mit der Maus starten die Aufnahme und tue nachher mit der Maus auch beenden und schneide einfach die ersten, was nicht, 3 Minuten oder was halt sozusagen, wo wir noch nicht aufgenommen haben, weg und auch die letzten Minuten einfach weg. Ist am sinnvollsten. Ja, und geht auch relativ schnell. Ja. Und das ist ja kein Qualitätsverlust, das ist halt, dass ich es nochmal schneide, dann weil das einfach nur Schneiden ist und nicht irgendwie rendern oder encodieren, halt ist ja dasselbe. Sondern einfach nur schneiden und das Programm hat da keinen Verlust drauf, das ist das Gute dann einfach. Na gut. Aber es passieren halt immer Fehler, halt in letzter Zeit weiß ich nicht. Die letzten 2 Wochen muss ich ehrlich sagen, das ist so. Beim Bausimulator waren 3 Parts komplett irgendwas. Einmal hat das so, Sound nicht zum Bild gepasst, dann hat das Bild nicht zum Sound gepasst und dann war noch der gecuttete Part, was auch nicht wieder ist. Gestern bei der Aufnahme vom Bausimulator wieder. Einmal hat das sozusagen ist der Part abgebrochen, weil der Bausimulator gesperrt hat. Dann hier im LS13 Real Projekt habe ich einmal die Parts vertauscht irgendwie. Aber da passte halt nur die Reihenfolge. Habe ich da vertauscht. Soweit ich weiß. Ja, also wenn ich das richtig beobachtet habe, dann ja. Und immer so viele Kleinigkeiten in letzter Zeit, keine Ahnung. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, aber mich ärgert sowas. Es steht, da gibt der Perfektionist in mir drinnen. Überlegt dann, ob er noch einmal irgendwie das Ganze runterladen, halt alles löschen soll und noch halt neu hochladen. Aber das ist halt dann. Dann sind die Parts nicht zur richtigen Zeit draußen, was mich auch wieder nervt, weil Perfektionist halt. Und nachträglich nochmal runterladen und hochladen und dann einfach veröffentlichen sozusagen, dass ich, dann passen die Views wieder nicht, dann löscht er wieder was, das ist alles so ein Scheiß einfach. Ja. Bist dir gerade was aufgefallen? Perfektionist. Ja, aber da kommt nicht Nis drinnen vor, sondern nur eines. Ja, aber in dem Fall heißt Perfektionist mit Doppel S. Ach so, okay. Mein neuer Slogan, oder was? Nicht der Perfektionist. Nein, mein Slogan dann steht eigentlich schon. Dann kannst du auch das D draußen lassen. Was? Dann kannst du auch das D draußen lassen.
Meinst du Perfektionist und so schreiben und dann. Ah, ich weiß nicht, das schaut so. Nein, mein Slogan ist eigentlich schon, ja, fix, was ich habe. Oder was ich sozusagen meinen Kanal bezeichne. Das habe ich ja jetzt schon circa 2 Monate sozusagen immer wieder gesagt. Oder nicht, oder? Nein, nein, nein. Vielfalt statt Einfalt. Ach, stimmt, ja. Das ist ja, geht ja über meinen Kanal eigentlich schon die ganze Zeit drüber. Weil ich nie nur das eine mache, weil. Ich mache zwar sicher das eine öfter und viel mehr, aber in LS bei sozusagen gut ankommt, keine Frage. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das hauptberuflich mache, ich würde auch LS machen. Genauso wie ein Gardapol sagt, ja, er macht das einfach, er muss ein bisschen schauen, was er sozusagen wirtschaftlich denkt. Aber er lässt sich sicher nicht seine anderen Sachen, die er machen will, sozusagen irgendwie sagen, na, mach das nicht oder sowas. Er macht das trotzdem, auch wenn er scheiß Aufrufzahlen hat. Und ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch irgendwo der Meinung. Ja, wenn es einem Spaß macht, definitiv. Wie weit bist denn du schon beim Feld? War 2/3 fertig. Bist du deppert? Ich habe nicht einmal. Ich habe jetzt die 4. Bahn oder 5. Na gut, ich überlege jetzt mit 12, nämlich. Ich fahre mit 18. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich. Wenn du Vorgewende magst, sagst du es. Weil dann mache ich da oben und unten auch das halbe Feld Vorgewende. Dadurch kannst du schöner fahren. Ich durfte es letztes Mal nicht machen. Was? Das Vorgewinde. Ja, aber da sind wir ziemlich gleich fertig geworden, beziehungsweise ich habe noch eine Arbeit gehabt. Ich glaube auch nicht, da war auch das Feld da drüben das letzte. Ja, also ja, da habe ich nachher gemacht, weil ich eh einfach früher ausgehoben habe. Du kannst ja auch, obwohl, du kannst ja sowieso früher ausheben, weil du ja 2 Bahnen querfahren musst. Ja. Haben wir ja gesagt. Weil diese 9 Meter, das bedeutet, wir brauchen zweimal, dass wir auf die reinkommen. So irgendwie. Weil wir haben ja 6 Meter. Weil es gibt bis halt 6 Reihe oder sowas. 6 Reihe, ja. Und wir brauchen die 18 Reihen, oder die, keine Ahnung, dass wir hinkommen. Weil sonst hätten wir ja nur eine halbe Reihe zum Nehmen, halt nur 3. Und so nehmen wir dann 3-mal im Kreis herumfahren und sind dann auch wieder auf die 18 rein. Auch wenn man es beim LS eh nicht so richtig sieht, muss man ehrlich sagen. Nee, leider nicht. Er setzt das, vor allem beim Drehzehner, setzt alles in eine Spur. Nice. Ja. Im 15er sieht man es, glaube ich, schön. Nein, auch nicht so richtig. Auch nicht? Nein. Du siehst, das Problem ist, dass der Texturen macht und keine einzelnen 3D-Elemente hat. Na gut. Natürlich wird es urviel vom Rechenleistung und so weiter ziehen, aber es wäre halt schon. Geil. Also ich muss ehrlich sagen, grafisch und gameplaymäßig könnte der LS woanders sein, meiner Meinung nach. Ja, klar, aber dann kaufen diejenigen, die eigentlich nur jetzt mal Traktor fahren wollen und ein bisschen da Scheiße bauen wollen, die kaufen sich das Spiel nicht mehr und genau die Leute braucht man ja eigentlich dann wieder. Glaubst du wirklich, dass die Leute die Mehrheit vom LS ausmachen? Nicht die Mehrheit, aber ich denke, es interessiert jetzt keinen, ob der Mais jetzt so rumliegt oder wenn du dann eine Kurve machst, ob der dann in einem halt in der Kurve gesät wird. Das interessiert in dem Fall, sage ich jetzt mal, 80% nicht. So ist zumindest, so meine ich zumindest. Ob es wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Du musst sowieso beim Mais macht man ihn vorher das Vorgewende zuerst. Fällt mir gerade ein. Ja. Halt, das bedeutet, du brauchst das Vorgewinnen sowieso, bevor du. Das bedeutet, die sollst du fast machen. Weil es macht man ja zuerst, weil man es eher ein bisschen festdrückt, nochmal sie nachher beim Drüberfahren, das ist nicht so tragisch beim Mais, soweit ich weiß. Und zusätzlich noch, sonst kommst du einfach die Reihen nachher nicht mehr hin. Beziehungsweise steht dir irgendwie. Ja. Beim Häckseln ist es da egal. Ja, da zieht es eh rein, aber beim kann man Mais machen. Bist du schon vorgewendet, nein, oder? Nee, noch nicht. Ja, ich sollte es. Ich bin jetzt circa bei der Hälfte. Ja, ich habe jetzt hinten gleich noch den kleinen Fleck. Ich habe jetzt noch 2 ganze Reihen. Da musst du umkuppeln und so weiter und so fort. Ja, es sollte sich eigentlich ausgehen, dass ich ziemlich fertig. Halt. Ganz fertig sollte ich eh nicht werden, weil dann habe ich nichts zu tun, während du das machen musst. Weil ich glaube, wir sind jetzt ziemlich mit allen fertig, wo wir hin wollten, oder? Oder fehlt noch irgendwas? Ne, eigentlich nicht. Hast du das Feld gedüngt hier? Gedüngt normalerweise schon, ja.
hell aus. Ja, wird schon passen. Wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Irgendwo haben wir ein ziemlich interessantes Thema gehabt, aber ich weiß schon wieder nicht mehr was. Achso, in LS mit dem Realismus. Halt genau. Mit den Gameplay-Elementen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, wenn halt geile Gameplay-Elemente, gerade mit so interessanteren Gameplay-Elementen, kannst du halt auch viel Scheiße bauen teilweise. Weil du das Aspekt von Scheiße. Wenn du, keine Ahnung, ein realistischeres Fahrverhalten hast oder sowas und du magst dann nachher, keine Ahnung, realistischeres Umkippen und so weiter von den Fahrzeugen, hat halt auch wieder einen Aspekt drinnen. Oder einen Boden, dass die Leute nachher einfach, ja, die fahren halt mit 60 km/h über den Feldweg, aber dann sehen sie mal, dass sie nicht auf den Feldweg so fahren können oder halt den Fahrdeweis Spaß haben da mit 60 km/h drüber. Mhm. Müssen einfach alles durchschütteln und kracht und tut. Aber dann halt auch wieder zusätzliche Soundelemente gut. Das stimmt, ja. Aber es ist natürlich dann auch wieder schwer umzusetzen. Ja, du überhaupt nachher, weil du es nicht weißt, wie du es umsetzen sollst, so richtig. Aber ja, es gehört schon halt gameplay-mäßig gerade so. Ich finde jetzt nicht einmal, dass sie hinein müssen, BH wird und so weiter, was halt der Säulenmod macht. Weil das wird nachher schon teilweise zu kompliziert für viele sicher, ja, das stimmt. Aber es gehört vielleicht ein Expertenmodus sozusagen aktiviert, zu dem halt also den Säulenmod sozusagen integriert ist. Aber was auf jeden Fall gehört, dass du einfach mehr Arbeiten machen musst. Keine Ahnung, dass sie pflügen, was bringt, oder dass du unterschiedliche Gruber, halt dass sie die Layer machen, keine Ahnung, die Scheibenecke macht das, der Tiger macht das und man hat dann sozusagen den und den Ertrag, der Auswirkungen aber nicht nur vom Gruber her hat, sondern vielleicht auch noch zusätzlich von den das und den Dünger. Wirklich noch was, dass der Ertrag wirklich hochgeht, wenn man zum Beispiel davor pflügt und dann gruppert. Ja, aber es ist halt so, dass das Problem ist, in echt ist ja der Ertrag auch nicht so viel höher, wenn du pflügst und dann gruberst, oder du hast einen tiefen, halt sozusagen so einen Tiger, wie wir da jetzt haben, der wirklich in die, ich glaube, nein, das ist ja kein Tiger, das ist ein keine Ahnung, jetzt was. Tyranno. Ja, aber der geht halt auch ziemlich in die Tiefe schon. Ja. Und das ist halt, kommt halt niemand drauf an. Kannst halt recht machen, aber glaube ich, kannst es eh niemanden so richtig. Nee, das. Aber es gehört halt ein bisschen so mehr Dinge hinein, einfach. Ja. Halt bei der Kuhpflege, dass du keine Ahnung, zumindest bei dem Melkrobot oder sowas Reinigungen machen musst oder sonst irgendwas. Wartungsarbeiten, dass du, okay, sie müssen ja die Modelle nicht beschädigen, aber dass du, keine Ahnung, einen Verschleiß einbaust. Der braucht ja nur über die Stunden gehen. Ist ja wurscht. Natürlich wollen es die Hersteller nicht, aber ich glaube, dass man die Hersteller da leicht überzeugen kann, weil Wartungsarbeiten wie Staubfilter oder, keine Ahnung, du musst jetzt Staubfilterreinigung machen oder so irgendwas. Das müssen ja keine sichtbaren Dings sein. Eine sichtbaren. Ich finde halt beim LS ist zurzeit die Arbeit, was du als Person machst, wenn du aussteigst, nahezu nicht vorhanden. Also ich finde es zum Beispiel cool, wenn du bei der Tankstelle den Tankhahn rausnehmen musst und zum Traktor gehst und dort eindanken musst und nicht hinfährst und eher drückst. Das hätte ich zum Beispiel urfeiern. Das sind so Gameplay-Elemente, was einfach ein bisschen cooleres Aspekte hin macht. Also ich bin jetzt an meinem Vorgewinde. Ja. Ich mache jetzt da das noch, vielleicht mache ich es dann, ich weiß noch nicht. Wenn nicht fast du bauen. Ja, es ist idiotisch zwar, aber mal schauen. Oder keine Ahnung, dass du hast verschiedene Silos, dass du dir am Anfang, halt dass du deinen Hof erweitern kannst, dass du am Anfang nur Säcke hast, wo du die Säcke nachher in die Sämaschine reinhauen musst, dann kannst du dir aber das nachher umkaufen, weil dir das am Arsch geht sozusagen, dass du dort nachher ein Hochsilo hast. Oder du kaufst dir Big Packs und dass das Saatgut nicht unendlich vorhanden ist, sondern dass du das bestellen musst oder so irgendwas. Ja. Das sind halt so. Da reicht es ja dann schon, wenn man dann irgendwo hinfahren muss oder zum Shopping muss und da das dann im Shop kaufen muss. Ja, oder man hat sein Handy, sein bla 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 und dann wählt man aus, ich will die und die Saatgutmenge geliefert und dann auf den und dem Tag und die Uhrzeit so irgendwas. Und dann kommen halt, keine Ahnung, entweder aus dem Shop kommen da Paletten hin, wo du Saatgutsäcke nachher drauf hast, oder es kommen Big Bags hin, oder es kommt ein Tanklaster zu deinem Hof, der nachher sozusagen das Saatgut mit deinem sozusagen ins Gebläse halt in dein Hochsilo reinhaut oder sowas, wenn du es hast. Und das finde ich halt schon, oder du holst es halt mit einem Anhänger ab oder so irgendwas. Ja, sind nette Ideen, aber
Mal sehen, was sie davon umsetzen, beziehungsweise ob sie davon überhaupt mal was umsetzen werden. Halt vom LS17 erwarte ich noch nicht sehr viel, muss ich ehrlich sagen. Viele Änderungen erwarte ich nicht. Muss man abwarten. Halt, was ich eher glaube, dass sie sagen nachher, wenn es wirklich einen Konkurrenten gibt, der mal was reißen kann, dass sie dann ins Umdenken anfangen und mehr reinhauen. Aber davor glaube ich nicht, dass Giants seine großen Schritte sozusagen so extrem ins Gameplay machen wird, weil sie sagen, das ist zu aufwendig. Beziehungsweise es läuft ja so, wie es jetzt läuft. Wir machen Grafik, halt wir machen bessere Grafik und wir machen mehr Maschinen. Dass wir da mehr Gebiete abstecken. Weil mit Maschinen steckst du einfach mehr Fanboys ab sozusagen. Der John Deere Fanboy, der Fanboy, der Fanboy, der Fanboy. Und ja. Mit Maschinen deckst du es halt ab und mit Gameplay-Elementen deckst du keine Leute ab damit, dass du sagst, nee, du kannst jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Amerika groß werden oder in Polen groß werden, wie sie es halt jetzt gemacht haben mit dem Goldedon im 15er. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns erst morgen wieder, wenn es hier weitergeht, beim LS13, beim letzten Feld hier. Bis dann, tschüss. Ciao.